Liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Tell, ihr gehört heute am 1. Mai der Pfarrer Samuel Burger aus Konufingen. Nein, es gibt keine 1. Mai-Rede mit frommem Mäntel. Ich finde es zwar wichtig, dass die arbeiten, anständige Anstellungsbedingungen und einen fairen Lohn haben. Für das hat manche Demonstrationen am 1. Mai und manche Gewerkschaft in harten Verhandlungen gekämpft. Und so schlecht haben wir es hier bei uns nicht mehr im internationalen Vergleich. Nein, was mich mehr beschäftigt an dem 1. Mai, das ist die Zukunft. Die ist nämlich nicht mehr gerade so rosig wie noch vor ein paar Jahren. Wir spüren, wie alles teurer wird, Lebensmittel, Strom, Gas und Zinsen. Wir verfolgen am Bildschirm und in der Zeitung, wie an vielen Orten brutal gekriegt wird, wie neue Fronten und Spannungen die Welt unsicher machen. Und wir hören auch immer wieder von extremen Wetterphänomenen, von Dürre und Unwetter und Klimaveränderungen und was das alles noch nach sich ziehen könnte. All das gibt nicht eine schöne Perspektive für die Zukunft. Auch für die von uns, die noch jünger sind. Wenn ich mich probiere, in die Zeit zu versetzen, wo Jesus gelebt hat, dann sehe ich, dass das ganz eine ähnliche Zeit war. Die wirtschaftliche Ungerechtigkeit war gross. Ein paar reiche Grossgrundbesitzer haben feudal gelebt und eine Masse von Taglöhnern hat gerade so Häppchen überlebt. Und die Römer haben mit Zoll und Steuern abgesahnet. Es hat politische Spannungen gegeben, Aufstände, Terroranschläge, würde man heute sagen. Und die Römer haben unbarmherzig zurückgeschlagen. Etwa so brenzlig wie heute war es dann auch in Jerusalem. Was macht jetzt Jesus in so einer Situation? Er erzählt von den Lilien auf dem Feld, die sich keine Sorgen machen. Er preist die armen und barmherzigen Selig. Und er erzählt Gleichnis von einer guten Zukunft. Er sieht nicht schwarz, er hat Hoffnung, dass alles gut wird. Zum Beispiel ein ganz einfaches Gleichnis, das im Markus-Evangelium überliefert ist. Ein Mann geht auf seinen Acker säen. Nachher geht er heim und schlaft. Und ohne dass er etwas macht, wachsen da mit der Zeit Halme aus dem Boden. Und dran wachsen Ähre und in den Ähre Körner. Und wenn sie dann reif sind, kann er ernten. Alles passiert von selber. Man muss nur säen. Heute ist es, glaube ich, beim Bauern ein bisschen komplizierter. Man muss auch noch düngen und spritzen und eine Hagelversicherung haben. Aber eigentlich passiert das Wesentliche ganz allein. Dass es wächst, können wir nicht machen. Das ist ein Bild für die Hoffnung, die Jesus hatte. Das Gute ist gesagt, es wird wachsen. Trotz allem Bösen und Schlimmen auf der Welt. Wir müssen nur daran glauben und genug Geduld haben. Und wenn man daran glaubt, dann hilft man bei allem, was man macht, auch mit, dass es gut wird. Dann hat man Sorge zu dem, der wächst und freut sich dran und lässt sich von Misserfolgen und Katastrophen nicht deprimieren. Die Christen haben das dann auch gemacht, haben an die Liebe geglaubt und darum auch Liebe gelebt, haben den Armen geholfen, die Traurigen getröstet, sind den Einsamen beigestanden. Und so sind da Pflänzchen gekeimt und gewachsen und hier und dort hat man können ernten, hat man etwas können geniessen von dem Guten. Die Welt ist nicht einfach gut geworden. Kriege und Krankheiten und Katastrophen hat es noch immer gegeben. Aber es hat Hoffnungszeichen gegeben. Menschen haben das Gute gemacht, nicht das Böse. Weil der Samen gesät ist und sie daran geglaubt haben. Das ist die Hoffnung, die wir auch heute wieder brauchen. Dass ein Samen gesät ist und dass es wächst. Und dann sehen wir plötzlich, dass ganz viele andere oder daran glauben und sich für das Gute einsetzen. Wir können nicht einfach die Welt retten, auch mit ganz viel Arbeit und Einsatz nicht. Aber wir können dort, wo wir sind, ein Zeichen setzen für das Gute. Selber das sein, was wir sehen wollen. Und dann sehen wir, wie es wächst. Und hier und da wird etwas gut. Das ist meine Hoffnung, die ich mir daran habe, wenn ich so in die Welt rausschaue. Und ich wünsche euch, dass ihr die auch findet.